gefeiert im Handwerk und damit herzlich willkommen von der feierlichen Übergabe des Präsidentenamtes. Karl-Heinz Scherhag war 21 Jahre Präsident der Handwerkskammer Koblenz und überreichte noch vergangene Woche an fast 200 Handwerker goldene Meisterbriefe. Und damit steigen wir ein in eine feierliche Ausgabe von HWK TV. Es war eine besondere Feier in der Stadthalle von Ochtendung für die Handwerker, die vor 50 Jahren bei der HWK Koblenz ihre Meisterbriefe ablegten. Ein volles Haus in festlicher Runde, die Familien mit dabei, überreichte der HWK-Präsident Karl-Heinz Scherhag jedem seiner Handwerkerkollegen persönlich den goldenen Meisterbrief. Für Karl-Heinz Scherhag ein besonderes Erlebnis, denn auch er hat seinen Meisterbrief zum Kfz-Mechaniker im Jahr 1959 abgelegt. Individualität, Einfallsreichtum, Solidarität und Ehrlichkeit. So beschreibt Scherhag die Werte jener Jahre, in denen viele der damals frisch gebackenen Handwerksmeister ihre Betriebe gründeten und einen wichtigen Teil des deutschen Wirtschaftswunders mitschrieben. Karl-Heinz Scherhag selbst gründete am 1. Januar 1960 seinen Betrieb. Doch darüber im Verlauf dieser Sendung mehr. Denn nicht einmal eine Woche nach der Altmeisterfeier stand die Vollversammlung der Handwerkskammer und damit die Übergabe des Präsidentenamtes an. Für Karl-Heinz Scherhag nach 21 Jahren als Präsident die letzte offizielle Handlung. Durch den ersten Teil dieses Termins führte er, durch den zweiten Teil dann der neue Präsident Werner Wittlich. Die Weichen wurden gestellt in einer intakten, gut aufgestellten Handwerkskammer, in die sich Karl-Heinz Scherhag auch weiterhin als Ehrenpräsident einbringen wird. Im Rahmen dieser Vollversammlung wurde er auch mit dem Ehrenring ausgezeichnet. Es ist die höchste Ehrung, die durch die Handwerkskammer vorgenommen werden kann, und sie wird an höchstens 3 lebende Persönlichkeiten verliehen. Anschließend fand in der Galerie Handwerk die feierliche Übergabe des Präsidentenamtes statt. Zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik, Handwerk, Wirtschaft und Gesellschaft waren gekommen, um Karl-Heinz Scherhag Dankeschön für 21 Jahre im Ehrenamt zu sagen, für ein überdurchschnittliches Engagement für das Handwerk. Unter ihnen auch Ministerpräsident Kurt Beck, der das gute Miteinander mit der Handwerkskammer Koblenz und ihrem Präsidenten so beschreibt. Wir hatten bisher eine hervorragende Zusammenarbeit und ich bin sicher, das wird auch in Zukunft so sein. Seitens des Landes habe ich Herrn Wittlich gerne angeboten, diese gute, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie sie mit Herrn Scher gepflegt worden ist, fortzuführen. Der Ministerpräsident fand auch lobende und anerkennende Worte für das Handwerk als unverzichtbaren Teil unseres Lebens und starken Motor der Wirtschaft. Ich glaube, dass das Handwerk sehr kreativ ist und dass es deshalb auch eine gute Zukunft haben wird. Das Handwerk ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen unverzichtbar. Das gilt natürlich für die Versorgung der Menschen im Lebensmittelhandwerk, für den gesamten Dienstleistungssektor, Hygienebereich etc. Aber es gilt eben auch für die technischen Gewerke, für die Baugewerke, wo man doch sieht, dass die Herausforderung, Ökologie, Ökonomie miteinander zu verbinden, gerade im Handwerk, hervorragende Widerhall finden und auch neue Aufgabenfelder eröffnen. Für Karl-Heinz Scherhag ging an diesem Abend eine lange und sehr erfolgreiche Zeit als Präsident der Handwerkskammer Koblenz zu Ende. Eine Zeit, die er so beschreibt. Ja, die Zeit ist schnell rumgegangen. Also im Rückblick sagt man immer, es ist alles schnell gegangen. Aber wenn man sich so mal mit Ruhe hinsetzt und so die ganzen Ereignisse sich an sich vorbeiziehen lässt, dann war das schon eine Menge. Also ich muss sagen, es waren also Dinge zu entscheiden und zu machen, die nicht ohne sind. Denn bei unserer Kammer, die ja eine lebendige Kammer ist und die weit über den Tellerrand hinausblickt, da muss man schon ständig auf dem Laufenden sich befinden, um das alles mitzubekommen. Doch auch mit dem Blick in die Zukunft hat der Koblenzer Pläne. Ja, ich werde meine Freizeit schon so gestalten, alles das, was so kurz gekommen ist, das werde ich jetzt nachholen. Also ich gehe jedenfalls ein bisschen mehr Golf spielen und ich bin auch ein bisschen mehr für meine Hobbys zu haben. Aber Sie wissen ja, wie das so ist, wenn man ein Amt abgibt. Sie haben ja gehört, der Ministerpräsident hat gleich den nächsten Posten angeboten. Das wird mir nicht passieren. Ich werde also ganz sicher dem Handwerk erhalten bleiben und darüber hinaus meine Freizeit genießen. Die Nachfolge tritt Werner Wittlich an, der am Vormittag einstimmig durch die Vollversammlung gewählt wurde.
Ich werde in aller Ruhe, das ist so meine persönliche Eigenschaft, mal alles nochmal genau anschauen und werde mal ein paar Analysen mir anschauen und werde dann überlegen, was gut ist oder das meiste ist hier gut. Und ein Schiff, was in gutem Fahrwasser liegt, muss man nicht in unsicheres Gewässer führen. Also da gehen wir mit aller Ruhe dran und dann sehen wir mal weiter. Ein gut geführtes Schiff in sicherem Fahrwasser. Karl-Heinz Scherhack hat zweifelsohne seinen Beitrag zur guten Situation der Handwerkskammer Koblenz geleistet. Ein kleiner Rückblick und Erinnerungen. 1963 war ich schon im Ehrenamt tätig. Und wenn man sich das vorstellt, jetzt haben wir ja immerhin 2009 Ende, das war schon eine lange Zeit. Ich habe viele Leute kennengelernt. Viele Kollegen, nette Kollegen. Wir haben viel, viel diskutiert. Wir haben noch viel miterlebt, auch gemeinsam getragen. Und gerade im Ehrenamt ist ja die Gemeinsamkeit die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu arbeiten. Tja, Sie sind hier im Otto Scherhack. Das Otto Scherhack habe ich nach meiner Meisterprüfung 1960 gegründet. Also am 1. Januar wird es 50 Jahre alt. Und habe dann von einem Kleinbetrieb und einer Werkzeugkiste in der Garage sozusagen das Autohaus begonnen. Und wir sind dann 1960 an die Mosel gezogen, haben dann 63 gebaut und haben dann eigentlich immer gebaut. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal ohne Baustelle waren, solange das Otto Scherhack besteht. Immer wieder Erweiterungen und Vergrößerungen. Und ich denke, es war eigentlich eine interessante und spannende Zeit. Ja, also ich habe ja hier noch im Hause eigentlich die uralte Drehbank als als Gedenkstück stehen, denn oft an dieser Drehbank habe ich sozusagen mein Meisterstück gemacht. Es fängt eigentlich bei der Lehre an. Der Lehre, Gesellenbrief, Meisterbrief, Kommunalpolitik, dann Bundespolitik. Wenn man in diesen Ämtern tätig ist und das miterlebt, dann stellt man immer wieder fest, dass gerade die Leute, die aus dem Mittelstand kommen, die diese Erfahrung haben, vom Lehrling über Geselle, Meister, auch in der Politik, die haben auch entsprechende Möglichkeiten, sich dort durchzusetzen, denn sie sprechen immer aus der Praxis. Sie sind ja nicht der Theoretiker, der dort sitzt, der von der Schule kommt und nichts anderes kennt wie Schule, Politik. Nein, wir kennen schon das harte Arbeiten. Wir kennen das Miteinander mit den Menschen, mit den Lehrlingen nochmals. Wir kennen die Tatsachen, dass die Lehrlinge halt mit ihren Problemen auf sie zukommen und auch die Mitarbeiter. Also alles das kann man dann in sein Leben und seine politischen Arbeiten mit einbinden. Und die Erfahrung, die braucht man, um Anerkennung zu haben, um auch richtige Entscheidungen zu treffen. Denn man hat ja auf allen Ebenen auch wichtige Entscheidungen zu treffen. Und gerade ob das jetzt in der Kammer ist, ob es in der Kreishandwerkerschaft war, bei den Innungen oder im Stadtrat oder in der politischen Ebene, auf der höchsten Ebene, also im Bundestag. Überall wird eigentlich ihre Praxis und ihre Erfahrung, dass sie fordern und ihnen Hilfestellung geben, Probleme zu lösen und Gesetze entsprechend so zu machen, wie der Bürger es erwartet. Nein, ich mache mir keine Sorgen in meinem eigenen Betrieb. Erstens habe ich einen sehr guten Nachfolger. Wir harmonieren gut. Mein Sohn und ich. Ja, wir haben ja im Prinzip, mein Vater hat den Betrieb 1960 gegründet. Das heißt, nicht nur er bekommt den Meisterbrief, den goldenen, sondern auch im Januar 2010 feiern wir unser 50-jähriges Firmenjubiläum. Und ich denke, ich sag mal, insgesamt kann ich auf ihn stolz sein. Und er kann heute auch sehr optimistisch auf das schauen, was wir hier betreiben und haben. Also ich kann sagen, ich gebe in Freuden
mein Amt ab und ich gehe auch in Freuden wieder hier ab und zu durch die Firma und gucke und spreche mit meinen Mitarbeitern und freue mich, dass es halt alles so gut geklappt hat. Hier in der Galerie Handwerk der Handwerkskammer wird noch gefeiert und anschließend umgebaut, denn am 27. November startet die Winterausstellung und entführt sie in nationales Kunsthandwerk der Spitzenklasse zum Schauen, Staunen und Verschenken. Wer also das Besondere sucht, ist herzlich eingeladen in die Galerie Handwerk. Mehr Infos zur Ausstellung gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de. Hier gibt es auch Nachrichten zur heutigen Vollversammlung und zur feierlichen Übergabe des Präsidentenamtes.